Jawohl und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play City Skylines. Ich freue mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Ja, wir haben wieder im Vorfeld ein bisschen was am Stadion hier verändert. Die Parkplätze werden langsam auch genutzt. Für die heutige Folge habe ich mir überlegt, dass wir endlich mal ja, das Stauproblem ein bisschen in den Griff bekommen. Und zwar durch einen Güterzugbahnhof. Dass wir den einfach hier mal ja, ein schönes Plätzchen suchen für ihn und den dann dementsprechend hier mit integrieren in das gesamte Stadtbild. Und ich würde ja fast sagen, dass wir den Güterzugbahnhof hier mit reinsetzen. Dazu werden wir erstmal die Stromleitungen kappen. Und ja, dann können wir erstmal schauen, wie breit ist der denn. Lass mal schauen. Okay, der ist 1, 2, 3, 4 Felder breit. Ich denke mal so um die 8 Felder. Das heißt, wenn ich den in der anderen Richtung gedreht haben will, müsste ich ja auf die gegenüberliegende Seite hier wechseln. Lass mal hiervon eine Straße abgehen. Das wären, glaube ich, 8 Felder. Wir machen mal sicherheitshalber 9 Felder, weil ich glaube, dass es 9 Felder waren oder irgendwie mehr Felder waren auf jeden Fall. Lass mal schauen. So. Ne, waren wirklich nur 8 Felder, die er braucht, aber... Okay, wenn der nur 8 Felder braucht, auch kein Problem, dann... Hätte ich sehr gern so. Das war jetzt sozusagen ein Feld zu viel. Moment, machen wir es mal so. Und ich hätte aber gern nochmal 4 Felder dazu. Das heißt, so müsste es dann sein, wenn wir 4 Felder dazu haben wollen. Okay, sind zwar jetzt nur 3 Felder. Das war ja, wie gesagt, ein Feld zu viel im Vorfeld. Und deswegen denke ich mal, dass das auf diese Art und Weise nicht klappt. Und wir zu viel Abstand haben, wieso auch immer. Da hatte ich wohl einen kleinen Denkfehler. Dann machen wir es halt nochmal anders und passt das nochmal mit an. Und dann sagen wir, ich glaube 2 Felder Abstand waren da so circa. Werden wir es mal von hier aus weggehen lassen und können ja mal vorsichtshalber schauen, ob es jetzt hier angenehm ist. Jawohl, so würde es in Ordnung sein. Gut, dann nehmen wir das so. Lass das mal dann nochmal entfernen hier. Und dich bitte auch nochmal entfernen. Und dann fügen wir die Straßen hier mal zusammen. Und zwar du bitte nach da und dann nach da biegen. Und dann erstmal weiter hier durch. Jawohl. So, das hätten wir schon mal. Und dann bräuchten wir... ich überlege, ob wir es gleich mit einer größeren Straße machen. Warte mal, wir machen das hier nochmal zurück. Und bauen dafür... eine etwas dickere Straße dorthin, nämlich eine vierspurige Straße. So, das müsste in etwa dann auf der Höhe sein. Eins weiter runter, jawohl, so wäre es in Ordnung. So können wir es nehmen. Und dann müsste es aber den gleichen Abstand haben wie vorher auch und müsste nur halt besser aussehen im Endeffekt. Und wir haben halt mehr Platz für mehr Verkehr. So, das können wir später alles wieder mit anpassen oder machen wir gleich. Und dann bitte hier noch die... Straße mit ransetzen, jawohl. Und die kriegen wir die hier verbunden. Na gut, da müssen wir nochmal ein Stück zurückbauen, aber müsste dann auf jeden Fall gehen. Jawohl. Und dann haben wir hier Platz für unseren neuen Güterzugbahnhof, den wir hier einfach mal mitten reinbauen. Ich lasse auch mal nach links und nach rechts ein bisschen Abstand. Das hatten wir schon mal. Und denselben, oder ja, dasselbe hätte ich gerne jetzt hier hinten auch nochmal. Die Frage ist, wie wir es hier machen. Ich würde ja fast sagen, auf eine ähnliche Art und Weise. Okay. Wir können das in der Form hier so machen, dass wir die Straße erstmal nach da weggehen lassen. Und ich jetzt schon wieder vergessen habe, wie viel Platz dieser Güterzugbahnhof braucht. Er hat erstmal irgendwas Kleineres auswählen, womit ich besser zählen kann. Moment, hier. Dich und so. Da haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Felder. Dessen 9. ist schon frei. Genau, es sind 8 Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so machen wir das hier hinten auch. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ab hier sozusagen könnte dann die Straße entlang laufen. Das sollten wir hinbekommen. Lass das mal so machen und dann kriegen wir das so hin. Ja, kriegen wir hin. Das dafür weg und dann bitte diese Straße hier entlang setzen erstmal. Machen wir erstmal bis dorthin. Und
dann können wir hier den entsprechenden Bahnhof mit ransetzen. So, das machen wir bis dahin. Dann lassen wir die Straße per Einbahnstraße erstmal, würde ich sagen. In der Kurve. Vielleicht erstmal bis dahin, dann weiter kurven und dann dort mit ran. Das wäre es ungefähr darüber lösen. Das soll halt schon so genutzt werden, dass... Ja, nee, warte mal, die kommen ja, müssen ja von der Seite rankommen, das ist ein Denkfehler gerade. Ja, aber von der Seite können... Doch, die können von der Seite ran. Ja, warum auch nicht? Also es ist sogar, glaube ich, ganz gut, weil dann wird endlich diese Straße hier mal genutzt. Wäre vielleicht sogar ein Vorteil. Dann machen wir es einfach in diese Richtung. Dann müsste es passen. Ja, können wir mal testen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt die Gleise noch verlegen. Ich hoffe, der Platz reicht hier noch, den wir hier noch gelassen haben. Notfalls, naja, wir können es noch mal ein bisschen nach links verschieben. Hier bitte. Und machen wir mal... Ja, so müsste es passen. Gut, und dann versuchen wir mal, die Gleise dementsprechend schön zu verlegen erstmal. Wo haben wir sie denn? So, dort bitte. Und jetzt ist natürlich die Frage, machen wir es oberirdisch oder unterirdisch? Ich tendiere ja fast in dem Bereich für unterirdisch und dann ab Autobahn vielleicht ab Ober, dass wir es dann oberirdisch verlegen. Ich denke mal, das machen wir so. Wir gehen hier mal nach unten und führen hier die Straße, die Gleise erstmal durch soweit bis zur Autobahn. Und dann könnten wir natürlich probieren, weiß nicht, ob das möglich ist, aber wir können es natürlich einfach mal testen, ob wir zwischen den Autobahnen entlang kommen. Das wäre natürlich was Feines, wenn das gehen würde. Lass das mal so machen. Und dann versuch mal bis dorthin zu gehen. Und kriegen wir das dann nach oben? Wahrscheinlich eher weniger. Die Straße ist... Ja, die Straßen sind zu eng anliegend. Das ist aber dann nicht weiter schlimm. Dann lassen wir es halt einfach unterirdisch. Gehen jetzt hier nach oben. Wieso waren wir denn zwei unten? Oder habe ich gerade irgendwas falsch gemacht? Aber ist eigentlich auch egal. Das müsste auch so gehen. Und dann bitte hier nach oben. Und dann... Wie machen wir es? Erstmal geradeaus, würde ich sagen. Aber ohne einhaken. Bis dahin. Und dann versuchen wir mal hier schön in der Kurve. Da aber wieder mit einhaken. Und zwar nach dort wegzugehen. Ja, machen wir mal so. Und dann bitte hier nochmal nach oben gehen. Dann hier bitte rüber. Und wenn es geht, da bitte mit ran. Okay, na denn, das haben wir schon. Wunderbar. Dann kann das dementsprechend gleich auch schon genutzt werden. Im Idealfall kriegt das Ganze natürlich aber noch einen Anschluss an bereits existierende Gleise. Das wäre zum Beispiel dort hinten. Wir haben uns ja hier noch... Warte mal, ach so, Stromprobleme. Wir haben uns ja hier noch ein bisschen Platz gelassen auf der anderen Seite des Bahnhofes. Ich versuche das mal kurz so zu machen, dass... wir zum einen erstmal wieder Strom haben natürlich und zum anderen, dass wir hier die Gleise auf der entgegengesetzten Richtung auch nochmal verlegen. Und zwar erstmal in der Geraden, würde ich sagen, nach unten und dann in der Kurve, dass wir hier nicht in die Quere kommen mit der Autobahn. Und dann können wir eigentlich wieder auf oberirdisch wechseln. Ich denke mal, das würde auch besser aussehen. Und dann können wir dort hinten mit an die Gleise mit rangehen. So, wir verlegen das hier gerade drüber. Und zwar... Ja, machen wir so. Und dann bitte können wir es eigentlich komplett gerade durchgehen lassen. Erstmal. Es kann sein, dass wir das später nochmal anpassen. Aber für den Moment können wir es erstmal so nehmen. Und dann bitte hier in der Kurve dort mit ran. Und bitte hier in der Kurve erstmal so. Und dann, na, machen wir es so erstmal. Und dann müsste es so gehen. Okay, so, die Anschlüsse sind überall richtig gesetzt. Jawohl, da ist eine Verbindung, da ist eine Verbindung. Zeit weiterlaufen lassen. So, das hätten wir dann schon mal. Da haben wir schon unsere erste Zugverbindung. Strom sollte, wie gesagt, gleich wiederkommen, theoretisch.
und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickeln wird verkehrstechnisch. Ich habe ja die Hoffnung, dass es dadurch hier ein bisschen mehr entlastet wird und dass hier nicht mehr ganz so dramatisch alles aussieht. Wir können ja mal spaßeshalber einfach hier auch nochmal die Straße zu einer zweispurigen verändern, weil die hat eh nur zwei Abzweigmöglichkeiten und die hier drüben machen wir mal zu einspurigen Straßen. So, nach da bitte und dann hier lang und das können wir direkt auch noch zu einer einspurigen Straße machen. Theoretisch können wir das auch zu einer einspurigen Straße machen, genauso wie das. Okay. So, dann könnte der Verkehr vielleicht sogar noch ein bisschen besser laufen dadurch. Das lassen wir mal alles so, das ist in Ordnung. Das lassen wir auch so. Hier wird der Bahnhof schon fleißig genutzt. Okay, na gut, so hatte ich mir das zwar nicht vorgestellt, aber ist natürlich auch eine Möglichkeit. Okay, die Ampel sollten wir hier vielleicht entfernen, sonst führt es generell schon zu Problemen. Und diese Ampel werden wir auch entfernen. Gut. Die stellen sich in der Mitte an, weil sie, denke ich mal, geradeaus fahren wollen. Okay. Was jetzt nicht ganz der Plan war, dass die hier geradeaus fahren an der Stelle. Naja, okay. Aber ich überlege gerade, ob wir es noch anders lösen können, dass wir das irgendwie umgehen, dass die jetzt hier über diese Kreuzung rüber müssen. Das können wir eigentlich auch umgehen. Wir müssen dazu eigentlich nur festlegen. Moment, wie können wir es denn am günstigsten machen? Lass mal das so probieren. Dann lass mal hier eine Abfahrt bauen. Obwohl, dann, das müssen wir weiter hinten machen, glaube ich schon. Lass mal hier eine Abfahrt bauen, die gleichzeitig nach unten geht. Und dann bitte in der Kurve. Und zwar dort drüber erstmal. Dort auch lang. Und dann hier lang. Und wenn ihr möchtet, hier mit ran. Okay. So, das könnte dann sogar bevorzugt genutzt werden. Schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Notfalls müssen wir da das hier nochmal vermeiden, dass wir hier sagen, okay, das sollte vielleicht, wenn dann nur eine ausgehende Verbindung sein. Das heißt, wir müssten das zu so einer Straße verändern, die dann in diese Richtung führt. Jawohl. So. Dann bitte noch die Ampel wieder weg, die hat sich jetzt neu gesetzt und dann müsste sich der Verkehr aber mit der Zeit jetzt anpassen. Hier fahren schon die ersten Autos ab, das ist wunderbar, so habe ich mir das vorgestellt und die kommen dann wunderbar hier zum Güterzugbahnhof hin. Okay, das müsste dann ein bisschen flüssiger laufen, dann verstopfen wir uns hier nicht die Straße, die Autobahn. Okay, sieht, glaube ich, soweit aber erstmal ganz in Ordnung aus. Ich hoffe mal, können wir denn hier das mal beobachten, wenn hier ein Zug losfährt? Jawohl, da fährt einer. Wir werden nur nicht viel sehen, wenn wir den begleiten. Den machen wir langsam. Und ja, man sieht vor allem erstmal einen Grafikglitch. Und jetzt werden wir gleich noch viel mehr Grafikglitches sehen, denn wir fahren jetzt unterirdisch entlang. Und dafür gibt es ja keine Grafiken. So, aber wir tauchen ja gleich wieder auf und ich bin mal gespannt. Okay, der müsste zu unserem Güterzugbahnhof beim Gewerbegebiet führen. Sieht, glaube ich, ganz gut aus. So, da tauchen wir auch wieder auf. Und wunderbar. 100% beladen ist er schon und 0%. Okay, sieht wirklich gut aus. Also es hat funktioniert. So. Na denn, können wir hier mal nach drüben switchen und... Wie sieht es hier verkehrsmäßig aus? Guck mal, die Straße ist auch hoffnungslos überlastet eigentlich. Woran liegt das denn hier? Hier stehen noch Ampeln drin. Okay, die werden wir mal entfernen. Lass die mal wegnehmen. Hier ist, glaube ich, keine Ampel dabei. Okay, hier ist, glaube ich, auch keine Ampel dabei. Und hier ist allerdings noch eine Ampel. Die nehmen wir noch weg. Und den Rest, das lassen wir erstmal so. Gut. Na denn. Oh, hier ist auch noch eine Ampel, die werden wir auch noch mit entfernen. Die brauchen wir dort auch nicht. Okay, und hier auch noch. Und ich glaube, hier ist auch noch eine. Okay, so, da haben wir das erstmal, was das angeht, soweit gelöst. Also zumindest das, was wir jetzt machen können im Endeffekt. Und ja, müssen wir halt im Auge behalten, wie es dann weiterläuft. Hier fährt schön unsere Buslinie entlang. Der können wir auch mal ein Stück weit folgen. Lass mal machen, dass wir hier... Mal gucken, wo der lang fährt. So. Da fahren wir hier direkt an unserem Kopfbahnhof entlang, dann auf das Stadion kurzzeitig zu
Was schon mal nicht so schlecht aussieht, so von der Seite, würde ich meinen. Okay, hier haben wir noch Ampeln drin, offenbar. Die werden wir dann später auch nochmal entfernen. Hm, aber wir dürfen auch immer noch nicht fahren, okay. Wir müssen uns noch gedulden. So, kriegen wir denn langsam mal grün? Jawohl. So, da biegen wir ab und kommen mitten ins Stadtgeschehen hinein, in den Stau und ja, Rush Hour gerade. Okay. Ja, ich habe das Gefühl, das Spiel läuft auch gerade ein bisschen langsam. Also sie fahren gerade sehr gemütlich, die Autos. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht an unserem Stadion liegt, dass wir das so massiv ausgebaut haben. Dass wir dort so viele Bäume und einzelne Deko-Sachen gesetzt haben. Mal sehen, wie es ist, wenn wir jetzt vom Stadion wegfahren. Das kann durchaus daran liegen, glaube ich. Ja. So, jetzt fahren wir vom Stadion weg. Mal sehen, wie es sich hier verhält. Immer noch nicht sonderlich viel besser, würde ich meinen. Aber umso mehr Zeit haben wir eigentlich mal zum ausgiebigen Beobachten hier. So, da startet der Bus auch wieder. Und das ist aus meiner Sicht sogar ein fast realistisches Tempo, mit dem der hier fährt. Also, so stelle ich mir einen Verkehrsbus in der Stadt vor. Nicht, dass der hier so durchrast oder so. Okay. Jetzt wird es aber doch ein bisschen flotter. Jetzt sind wir weiter weg vom Stadion scheinbar. Und jetzt scheint es ein bisschen besser zu gehen. Oder es liegt wirklich nur an dem Verkehr. Dass er halt immer was vorhat oder hier auf die Fußgänger warten muss oder gerade hier die nächste Haltestelle ist. Dass er deswegen vielleicht zu langsam fährt, aber es geht eigentlich alles noch. Ja, also ich denke mal, das wird schon passen. So, genug beobachtet und wir steigen aus und gucken uns das mal wieder von oben an. Ja, wir haben auf jeden Fall hier schon mal diesen Güterzugbahnhof gesetzt. Ich gucke jetzt mal, wie es sich hier vom Verkehr her verhält, ob das soweit passt. Theoretisch, wir können hier die Ampel noch entfernen. Da haben wir sie noch und da auch noch. Und die können wir auch noch mit wegnehmen und die bitte auch noch. Okay. So, was machen wir denn als nächstes? Wir haben eigentlich das soweit wirklich gut gehandelt gerade. Ich hoffe mal, dass dadurch auch die Industrienachfrage nachlässt. Apropos Industrie, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass die sich aufwertet, dass die dementsprechend auch die Güter herstellen kann, die herzustellen sind natürlich. Wir bauen dazu zum Beispiel erstmal eine dicke Feuerwehr hier hin. Die ist nämlich auch schon längst überfällig. Und vielleicht auch direkt noch eine zweite hier mit ran. Ich weiß es noch nicht. Wir könnten natürlich auch hier hinten noch mit einer mit ransetzen. Ich glaube, wir bauen lieber hier hinten noch mit einer. Und vielleicht hier auch noch eine. Oder können es natürlich auch gerne hier mit ransetzen, aber zu der großen Straße hin. Ich glaube, das machen wir lieber hier. Kommt, da bauen wir hier noch mit einer hin. So, das hätten wir. Dann bräuchten wir noch Polizei, dass sich auch darum hier gekümmert wird. Kriegen wir die hier noch mit unter? Naja, nur auf diese Art und Weise, aber die können trotzdem ja überall hinfahren, theoretisch. Also müsste alles weitestgehend abgedeckt sein. Jawohl, das sieht auch gut aus. Wunderbar. Dann hätte ich gern, ja, was brauchen wir denn noch? Krankenhausabdeckung, vielleicht Krematorien, dass die nicht extra aus der Stadt hier angekurft kommen müssen, nur damit hier ein paar Leichen abgeholt werden können. Würde nämlich auch wieder ein bisschen Verkehr ersparen auf den Straßen, deswegen setzen wir einfach mal zwei Krematorien hin. So, und ich weiß nicht, wie es krankenmäßig aussieht, dürfte ja eigentlich hier kein Problem sein. Wir können ja mal eine kleine Arztpraxis noch dazusetzen. Einfach, dass sie hier in der Nähe ist. Also freuen tun sie sich auf jeden Fall, das ist auch in Ordnung. Gut, dann haben wir uns darum soweit gekümmert. Parkmäßig, wie sieht es denn hier aus bei euch? Ja, gar nicht zufrieden. Okay, auf jeden Fall fangen die Gebäude an, sich aufzuwerten. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Und ich überlege gerade noch, was für einen Park wir hier hinsetzen. Ich tendiere ja mal wieder zur allzeit beliebten Hüpfburg. Für alle, die schon ein bisschen länger dabei sind, wissen, dass bei mir im Industriegebiet meistens so Hüpfburgen gesetzt werden. Die kommen aber auch gut an einfach. Die werden gut genutzt dort. Deswegen setze ich die einfach mal hier wieder schön verteilt mit hin. Da bitte eine. Und da bitte noch eine. Und vielleicht hier in der Ecke dann auch noch eine. Ja, genau. Okay, dann müsste es ja fast schon passen von der Abdeckung her. Hier unten könnte noch eine mit ran.
Wobei wir die auch hier mal in der Kurve mit ransetzen können. Bei den Hüpfbogen ist es ja eigentlich egal soweit. Dann können wir hier noch eine mit dran setzen und dann müsste es abdeckungsmäßig ja schon ganz gut aussehen. Ja, vielleicht hier oben nochmal. Die würde ich aber dann auch hier mit dran setzen. Okay, und dann sind die, was das angeht, wirklich, glaube ich, auf dem Laufenden. Jawohl, das sieht gut aus. So nehmen wir das und die Ecke können wir so lassen, das ist nicht ganz so dramatisch. Wie sieht es hier aus? Okay, hier sieht es eigentlich auch fast ganz gut aus, von der Parkabdeckung her. Wir sollten vielleicht hier hinten noch ein bisschen was verändern. Lass mal hier nochmal gucken, dass wir hier noch was Schönes mit ransetzen können. Wir haben doch hier übrigens noch diesen 45-Grad-Park, aber den kriegen wir, glaube ich, hier nicht runter. Jedenfalls nicht so, wie ich es gerne hätte. Nee, den kriegen wir hier nicht unter, definitiv nicht. Können wir denn hier irgendwas anderes bauen? Ein Tennisclub zum Beispiel. Das wäre doch eine Maßnahme. Passt auch, glaube ich, zum Gewerbegebiet dazu. Jawohl, machen wir mal dort mit dran. Wie sieht es dann aus mit der Abdeckung? Müsste auf jeden Fall besser werden. Jawohl, es passt sich ein bisschen an. Und dann müssen wir vielleicht noch eine Kleinigkeit dazu bauen. Muss jetzt nichts allzu Wildes sein. Sag mal, hatten wir nicht auch mal diesen Zanken Plaza? Wo ist der denn? Ich bilde mir ein, den hatte ich. Kann aber sein, dass ich den bei irgendeiner Mod-Aufräumtour rausgeschmissen habe. Das ist er nicht. Das ist der Modern Art Plaza, aber den können wir auch nehmen. Den können wir dort mit ransetzen. So. Jawohl. Und dann sind die hier, was Parks angeht, glaube ich, auch soweit zufriedengestellt. Jetzt können wir hier natürlich nochmal gucken, was die anderen Bedürfnisse angeht, wie es so generell aussieht. Krankenhaus, Gesundheitswesen ist kein Problem, das ist soweit abgedeckt. Feuerwehr ist nicht ganz abgedeckt, okay. Wo ist denn die nächste Feuerwehr? Okay, dort hinten. Wieso seid ihr denn hier so unglücklich über die Feuerwehrabdeckung? Wir können ja hier noch beim Bahnhof eine mit ransetzen. So, dann sind die auf jeden Fall erstmal wieder glücklicher, glaube ich. Die Frage ist, ob das mit der Abdeckung auch funktioniert dann. Es scheint sich nicht zu verändern. Nö. Es bleibt so. Okay, das ist vielleicht ein Bug vom Spiel. Ich weiß nicht, was das hier für besondere Gebäude sind, dass das hier nicht geht. Aber okay. Lassen wir halt so. Dann bitte nochmal wegen Polizei schauen, ob da alles abgedeckt ist. Okay, das sieht aber ganz gut aus. Krematorien will ich auch nochmal schauen, wie hier die Abdeckung ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die nicht hinterherkommen. Weil guck mal, wie viele Totenköpfe hier sind. Das ist nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Wir werden hier einfach mal noch mit eins mit dazu nehmen. Okay, dann müsste es abdeckungsmäßig schon bedeutend besser aussehen. Jawohl. Und Müllprobleme haben wir immer mal wieder auch hier ein bisschen, aber es hält sich in Grenzen. Ja. Es hält sich in Grenzen. In Anführungsstrichen. Oh, ihr habt ja keinen Strom dort hinten. Warum das denn? Ach, durch den Park, glaube ich, den wir gesetzt haben. Aber deswegen werden wir jetzt bestimmt keine Müllprobleme haben. Ich glaube nicht, dass das der Auslöser ist. Okay, auf jeden Fall haben wir das erstmal soweit schon ganz gut gelöst. Wir werden hier mal noch vielleicht den ein oder anderen Parkplatz dazusetzen von den Parks hier. Da hatte ich irgendwo einen. Lass mal schauen. Ich glaube, das war einer von denen hier. Das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Okay, aber der war relativ weit rechts, das weiß ich noch. Das ist er auch nicht. Spiral Park ist er auch nicht. Okay, Working Car Park, ich glaube, das ist der. Dann lassen wir hier nämlich noch ja, zumindest 1, 2 Parkplätze mit ransetzen. Und hier vielleicht auch nochmal einen mit dazu. Ist das derselbe? Ne, das ist ein anderer. Ne, das ist nicht der, den ich wollte, oder? Wir haben hier drüben nicht die. Genau. Ne, ich hätte gern hier dieselben wie da drüben auch. Moment. Okay, das ist er also nicht. Aber gut zu wissen, dass ich mehrere habe. Dass man da auch mal variieren kann. Aber das hatte ich hier an der Stelle zumindest noch nicht vor. Tropical Park, Small Playground, Private, nein, das ist er nicht. Ich wollte hier nur nochmal sicher gehen, nicht, dass ich den jetzt übersehen hatte. Okay, das ist er nicht. Dann das hier nochmal schauen. 2x4 Parking Lot, okay, das hört sich schon mal ganz gut an, aber ich glaube, das ist er. Okay, hier haben wir ihn. Da
passen nämlich gleich auch drei Parkplätze nebeneinander hin. Wunderbar. Und wenn ich den hier gerade so entdeckt habe, warte mal, wo war denn unser Krankenhaus? Guck mal, hatten wir nicht hier, ich glaube hier auf der Seite hatten wir noch so Platz dafür. Genau. Guck mal, dann bauen wir hier noch einen Parkplatz hin. Das passt doch ganz gut zum Thema Krankenhaus. Sogar mit vielen schönen Behindertenparkplätzen, die dann kräftig genutzt werden können. Okay, das nehmen wir so. Und dann können wir das hier natürlich dann langfristig noch ein bisschen mit ausschmücken und auskleiden. Hier können wir schon mal was dazu tun, dass es wieder ein bisschen tropischer wird, indem wir hier einfach mal eine schicke, dicke Palme mit reinsetzen. Mit ein bisschen Bodenwerkzeug. Obwohl, warte mal, wir machen das mal hier über den Park. Da hatte ich ja doch auch so eine. Moment. Wo haben wir sie denn? Ne, da war wohl weiter hinten. So, nehmen wir die hier. Okay. Und dann haben wir hier nämlich auch nochmal, ja, ein bisschen was an Abwechslung. Gut. Und wir können, ich glaube, das würde ich sogar fast so lassen. Es muss auch mal Flächen geben, die ein bisschen leerer sind. Und hier können wir uns ja später noch drum kümmern. Passt hier nicht eigentlich noch so ein Parkplatz hin? Ja, eigentlich schon, oder? Jetzt habe ich den nur wieder weggeklickt und wer weiß, wo der war. Mist. Aber ich hoffe, dass ich das wieder erkenne. Das müsste der hier sein. Aber falsch gesetzt. So wollte ich den nicht setzen. Ich wollte den so setzen. Jawohl, das sieht besser aus. Gut, da haben wir hier wirklich ein ja, funktionierendes Parkplatzsystem auch. Ich denke mal, das wird auch ausreichend sein für einen solchen Bahnhof. Und wir müssen dann natürlich in der nächsten Folge dann auch mal gucken, dass wir dann hier natürlich hier auch gern mal eine Passagierstrecke starten. Die Frage ist noch aktuell, wohin? Weil wir haben ja im Moment eigentlich nur dieses große bewohnte Gebiet. Wir bräuchten eigentlich weitere Gebiete. Und wir wollten uns ja auch hier Richtung dieser Autobahnabfahrt ausbauen, weiter nähern und so weiter und so fort. Das werden wir dann auch mal bei Zeiten machen. Allerdings erstmal für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen bei euch, hoffe es hat euch gefallen und wenn ihr mögt, schaltet ihr morgen wieder mit ein, wenn es heißt Let's Play City Skylines. Bis dahin, ciao, ciao.